Hi, ho und willkommen zu meinem Video. Ich habe euch eine Geschichte zu erzählen, nämlich die Geschichte, wie ich zu meinem Magenta TV gekommen bin. Ich habe mir Magenta TV geholt, wie ich schon oft wahrscheinlich erzählt habe in Videos, wegen mein Fernseher ja sonst kein Fernsehen hätte, sozusagen. Ich habe leider Gottes im Moment noch nicht, bin ich noch nicht dazu gekommen, dass ich dafür sorgen konnte, dass mein Fernseher anderweitig Fernsehprogramm hat, also es einfach übers Kabel. Ja, auf jeden Fall entdeckt habe ich Magenta TV so ungefähr vor 1,5 Jahren, vielleicht 2, also so um Corona, um den ersten Shutdown rum habe ich das damals entdeckt. Und habe damals zu meiner Mama gesagt, ich überlege mir, ob ich das mir zulege, weil da gab es dieses Magenta TV Megastream und da ist dann Netflix, Disney Plus und RTL Plus drin. Und ich, also RTL war mir, wie gesagt, egal, aber Netflix und Disney und das alles zu einem Preis, wo ich sonst alleine für zwei der Dienste also gezahlt hätte, habe. Ja, auf jeden Fall habe ich dann weiter überlegt und habe dann halt eben, wie gesagt, habe dann aber wieder verworfen, weil ich gesagt habe, ja gut, aber auf die Dauer wird es halt dann doch etwas arg teuer. Dann habe ich wieder drüber nachgedacht und wieder und wieder und dann kam ja war ja das Zimmerprojekt, hat dann angefangen, sich zu entwickeln. Und dann habe ich so zu meiner Mom gesagt, ja gut, wenn ich das mache, dann möchte ich gerne Magenta TV haben. Einfach, weil es zu dem Zeitpunkt dann ein Ersparnis geworden ist. Und weil es einfach für mich so ein Ding von, ja, warum eigentlich nicht, dann war. Oh, ich habe das auch noch die, ja. Dann habe ich auf jeden Fall, habe ich dann gesagt, ja gut, aber ich schließe es nicht ab, bevor ich nicht den Fernseher stehen habe, weil ich möchte erst mal schauen, ob man über den Fernseher direkt Magenta TV gucken kann. Ja, dann war es soweit und der Fernseher wurde aufgestellt. Ich hatte die Magenta-App aus dem App Store runtergeladen, habe sie aber nie geöffnet. Und das wird noch eine interessante Geschichte. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, jetzt steht der Fernseher, jetzt schließe ich Magenta TV ab. Dann bin ich online gegangen, weil online gab es diese Aktion dann auch noch, wo man die ersten 6 Monate nichts zahlt. Und ja, dann habe ich das so angeguckt, hab dann halt, wie gesagt, ich muss den Dauerauftrag noch ändern, fällt mir gerade auf. Ja. Gut, dass sie da gerade dran denkt. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich das also abschließen wollte auf meine E-Mail, auf meine für mich gewohnte E-Mail, wo alle meine Telekom-Verträge drüber laufen. Und ging nicht. Ich habe es, glaube ich, 50 Mal probiert und es ging gar nicht. Ja, auf jeden Fall hat dann meine Mom zu mir gesagt, ja gut, das ist bei uns am Vertrag und das ist doof, aber wir müssen halt einfach wir müssen in den Laden jetzt und dann müssen wir es da abschließen. Und dann haben wir das halt auf jeden Fall so mal in den Laden gewatschelt und haben dann so geguckt. Hat der Berater zu uns gesagt, ja, ja, es täte ihm ja leid, aber das ging so auch nicht über Sie, also wenn, dann müsste man das mit, müsste, könnte man es nur über den Vertrag meiner Familie, also meine Mom und mein Opa und meine Oma und meinem Dad laufen lassen. Habe ich so gesagt, Mama, lieber nicht. Dann hat meine Mama gesagt, ja doch, ich möchte es dir ermöglichen, es wäre doch gut, wenn und so und überhaupt und ja. Und dann hat der Verkäufer gesagt, ja gut, das wäre dann, er müsste dann aber den Vertrag updaten. Und das wären dann 3,90 € mehr im Jahr, also im Monat. Aufs Jahr gesehen war es dann, ist ja dann noch mehr. Hat ich zu meiner Mama gesagt, du Mama,
du zahlst schon echt viel mehr. Also mein Mann war dann so, ja, nee, ist alles gut, ist alles super, machen wir. Habe ich zu Mama gesagt, nee, nee, machen wir nicht, Mama, echt nicht. Und dann sind wir auf jeden Fall nach Hause gefahren und dann hat meine Mom nochmal alles überlegt, nochmal nachgedacht und hat dann gesagt, boah, bin ich froh, dass ich da zu ihr gesagt hätte, dass wir das besser nicht machen, weil. Weil es wäre einfach besser, weil es, ja, weil es sind einfach mehr Kosten, die sie so in dem Moment nicht im Kopf hatte. Ja, und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, ja gut, dann ich habe ja auf telekom.de eh noch eine zweite E-Mail-Adresse und wenn, dann lasse ich es halt über die laufen. Und dann habe ich das halt gemacht, habe es abgeschlossen und habe jetzt Magenta TV. Ja, da habe ich nochmal so ein bisschen gewartet, weil ich dann nochmal, dann kam so ein Knockout nochmal und dann bin ich halt, wollte ich nicht gerade in so einem Zustand da an dem Ding arbeiten. Und dann hatte ich, dann als der dann vorbei war, bin ich an den Fernseher und hab Netflix, Disney, RTL, alles eingerichtet. Also ich habe den Fernseher endlich mal eingerichtet, damit der auch Amazon, damit der für mich sozusagen ready to go ist. Und dann habe ich die Magenta-App aufgemacht. Und dann hat mich der Schlag getroffen. Jetzt habe ich nicht, ich habe nicht, ich habe die Sprache, ich habe nicht gelesen, aus welchem Land die kam. Tschechien. Also die ganze App war auf Tschechisch. Ich war so happy, dass ich das Geld für die Box mir sparen konnte. Aber am Ende war es dann so, dass diese ganze Geschichte auf Tschechisch war. Und ich kann kein Tschechisch, auf jeden Fall. Und ich habe auch keinen tschechischen Telekom-Account. Und dann habe ich auf jeden Fall die Magenta-Box nochmal für 160 bei Amazon bestellt. Und ist viel Geld fertig, aber gut, was muss, muss. Dann habe ich die angefangen einzurichten. Und ja. Und dann habe ich das jetzt erstmal geöffnet und es ist sehr intuitiv, unintuitiv. Also man kann schnell verstehen, wie es funktioniert, aber ich reiß noch gar nicht. Ja, aber auf jeden Fall habe ich jetzt die Magenta-Box endlich bei mir angeschlossen und bei mir läuft es auch jetzt, weil ich kann jetzt Fernsehen. Und ja. Abgeschlossen habe ich den Vertrag, weil ich gedacht habe, es wäre ein Sender dabei, der hieß ach, 13 Street. Ich weiß jetzt nicht, wie 13 auf Englisch ausgesprochen wird. Und ja, der hieß 13 Street und da dachte ich, der sei mit in dem Angebot drin, ist aber nicht, kostet 6,90 € mehr. Naja. Na, überlege ich jetzt gerade, ob ich das noch abschließe, damit ich den Sender dann habe, weil da gucke ich am, da sind die meisten Sendungen, die ich angucke, drauf. Aber das ist dann noch so eine Geschichte, die ich, wenn dann frühestens in ein paar Monaten überlege, also weiter dran arbeite, weiter überlege, weitermache. Jetzt wisst ihr die Geschichte hinter meiner Magenta-Box. Die kennt ihr jetzt auch. Und ja. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt. Der Verkäufer war irgendwann dann auch richtig pampig mit uns, fand ich. Und ja. Naja, so macht man kein Geschäft. Ja, ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietum@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.